Herzlich willkommen an alle YouTube-Zuschauer. Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute Animal Crossing New Horizons, wie immer fast. Und wir haben mittlerweile Tag 8. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Haben wir Tag 8? Ja, wir haben Tag 8. Tag 8 auf der Insel Dodo Reef. Und ich erwarte eigentlich heute den ersten Campingplatzbesucher. Wir werden sehen, ob wir das Glück haben. Melinda wird es uns gleich sagen. Und übrigens ist das Melindas erste offizielle Ansage hier in Animal Crossing. Wie süß ist das? Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 25. Oktober 2021, 19.58 Uhr hier auf Dodo Reef. Wir spielen heute ein bisschen später, wie ihr seht. Hier nun das Neueste für heute. Ja, Campingplatz. Nein. Ja, Campingplatz. Dort können Besucher die Schönheit unserer Insel und die Freundlichkeit ihrer Bewohner erleben. Wir werden sicher viele Besucher haben, also schaut doch mal vorbei und lasst euren Inselcharme spielen. Kein Bewohner? Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Oh no! Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. Oh, ich glaube, Blam Demon, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Schön, dass du gefollowt hast. Freut mich sehr. Ja, ich weiß nicht, warum dieses Jap immer zurückgehalten wird von Twitch. Ich weiß es nicht, Leonie. Keine Ahnung. Hast du es eh genehmigt, oder? Black Beanie, hi. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Oh, süß. Aber ich hoffe, wir können sie heute fragen, wie viele Sterne wir schon haben. Das würde mich richtig interessieren. Falls ihr, Raffa schreibt euch, Leute, falls ihr auf Twitch live dabei sein wollt, den Link zu Twitch findet ihr in der Infobox, Leute. Ja, das ist ja auch wahr. In der Infobox unten befindet sich der Link für Twitch, weil ich streame das Ganze live. Und wenn ihr mal dabei sein wollt, gerne. Mich würde es sehr, sehr freuen. So, wir haben hier direkt einen Brief. Von der Leonie. Oh, Leonie, dankeschön. Ich weiß nicht, ob du schon nachgeschaut hast oder nicht, aber ich denke, das passt gut auf den Friedhof. PS gibt's bis zum 3.11. im Nook Shopping. Was ist es? So, das stellen wir auf dem Friedhof. Wir haben ja gestern einen Friedhof gemacht, Leute. Ein Friedhof, wie cool ist das? Ich muss gucken. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Hä? Was ist es? Was ist es? Platzieren. Oh, ja. Wie cool. Eufy ist da. Das erste Mal, Leute. Das erste Mal ist Eufy da. Ja, wie cool. Hallo Leni. Hallo Kimberkind. Hallöchen. Du hast mich auf YouTube entdeckt. Oh, das freut mich so, dass du wieder live dabei bist. Das ist so cool, Kimberkind. Hey. Und danke für dein Follow auch. Dankeschön. Und herzlich willkommen im Dodo Club. Hallo Steffi. Hi. Lilly ist back. Hallöchen. Hi. Warte, hi, bin das erste Mal im Stream, aber habe immer deine YouTube-Videos gesehen. Oh, das freut mich auch, du bist auch von YouTube. Wie cool. Ja, die YouTube-Leute kommen hier hin. Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Diana ist auch da. Hi, wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Mir geht's richtig gut. Ich werde später noch eine Bananenschnitte essen können und das freut mich. Und Eufy kommt direkt hier hin und danke Leonie für dein Geschenk. Es ist richtig cool. Das werde ich dann direkt auf den Friedhof stellen. Zusammen mit der Fälschung, die wir gestern bei Rainer gekauft haben. Ja, weil wir kaufen Fälschungen. Yes. So. Eufy, uhu. Darf ich mal fragen, ob du vielleicht auf dieser schönen Insel wohnst? Cersei, korrekt. Freut mich sehr. Mein Name ist Euphemia. Kennst du Eugen, den Leiter des Museums? Ich bin seine kleine Schwester. So süß. Ich hoffe, Puschel hat dich, Eugen, nicht Puschel. Ich hoffe, Eugen hat dich mit seiner Rätseligkeit noch nicht in den Wahnsinn getrieben. Aha. Eigentlich bin ich ja hier, weil mir Eugen geraten hat, den Himmel zu beobachten. Aber es ist noch viel schöner, als ich es mir ausgemalt hatte. Jeder Stern ein Kunstwerk aus 1000 Edelsteinen. Ach, was meinst du, ob wir heute vielleicht sogar eine Sternschnuppe sehen werden? Eine Sternschnuppe heißt, man darf sich was wünschen. Das wusstest du doch sicher, Cersei, dass die Sterne uns extra aus dem Weltall besuchen kommen, um uns Wünsche zu erfüllen. Ach, alleine die Vorstellung bringt mein Herz schon zum Flattern. Solltest du mal mit zum Himmel schauen und eine Sternschnuppe sehen, dann drücke A, um dir was zu wünschen.
Dann passiert bestimmt was Tolles. Wer weiß, vielleicht meint es das Glück ja gut mit dir. Ach so, fast vergessen. Ich habe da in meiner Sternenlexika eine Anleitung gefunden. Es gibt wohl einen magischen Stab, der einem durch simples Herumwedeln ein neues Aussehen verleiht. Eigentlich wollte ich die Anleitung ja später selbst ausprobieren und basteln, aber ich finde, sie macht sich noch viel besser als Geschenk. Oh, süß. Sie behält sich's nicht mal. Sie gibt's mir. Voll süß. Bommel, Hallöchen und danke für dein Follow. Herzlich willkommen im Dodo-Club. Und Steffi, herzlich willkommen im Dodo-Club. Danke auch für dein Follow. Oh, ist das süß. Falls ich noch irgendwelche anderen tollen Anleitungen finde sollte, heb ich sie dir auf jeden Fall auf. Wie süß ist sie eigentlich? Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Lass uns mal wieder zusammen Sterne beobachten. Oh, ich mache jetzt mit dem Selfie, weil Euphi ist einfach niedlich. Euphi ist Zucker. Nein, lauf nicht weg! Euphi, kein Bock auf Selfie. Euphi, kommst du wieder zurück? Bitte? Nein. Und nicht hinterm Haus verkriechen, da können wir kein Selfie machen. Vielleicht kommt sie hier hin. Was meint ihr? Kommt sie hier hin? Oh, sie hat sich was gewünscht. Oh, wie süß. Nein. Oh, Euphi, verdirb mir doch das Selfie nicht. Dreh dich um. Ach, Euphi. Ach, Euphi. Ich mag doch nur ein Selfie mit dir machen. Oh, nee, jetzt dreht sie wieder um. Das ist doch furchtbar. Euphi, komm, ein cooles Selfie. Du bist das erste Mal da. Das müssen wir feiern. Jetzt habe ich die Augen zugehabt. Sehr gut. Ja, passt schon. Sie hat einfach keinen Bock. Wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Kuschel, kuschel. Ja. Oh, hallo Mimi. Oh. Huhu, du bist auch so spät noch auf. Das Nachtleben auf Dodo Reef ist klasse, oder? Nachtleben? Ich wollte mit dir reden. Ich kann schon voll gut posieren. Haha. Tscha. Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wann man Hatscha machen muss. Sehr schön. Das machst du gut, Mimi. Das machst du sehr gut. Ich guck gleich mal zum Campingplatz. Vielleicht haben wir Glück und es ist doch jemand da. Und Melinda hat es uns einfach verheimlicht. Aber ich glaube, wir haben kein Glück. Ich glaube, wir haben kein Glück. Wir haben kein Glück. Ach nö. Das ist jetzt doof. Mary Co., herzlich willkommen, oder Kö, herzlich willkommen im Dodo-Club, danke für dein Follow. Und Maxi Mom, herzlich willkommen im Dodo-Club und danke für dein Follow. Und Berkan, herzlich willkommen im Dodo-Club und danke für dein Follow. Wie geht's euch denn? Oh mein Gott, das geht ja gerade dahin, das ist ja unglaublich. Ihr süßen Leute, wie geht's euch? Na, richtig cool. Worauf freust du dich am meisten beim neuen Update? Ich glaube, am meisten freue ich mich auf die Harveys-Insel, weil da alles so cool zusammenkommt. Noni, herzlich willkommen im Dodo-Club. Danke für dein Follow. Noni, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ach, ihr überfordert mich gerade ein bisschen, Leute. So, ich gehe... Leute, wisst ihr, wie ich mich gerade erschrocken habe, dass der Laden nicht mehr dasteht? Ich habe mich gerade richtig erschrocken. So richtig. So richtig. Boah. Euphemia denkt sich so, nö, kein Bock. Lilly, tschüss, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Falls du es noch gehört hast. Frau Jett, herzlich willkommen im Dodo-Club. Danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. So, der Laden steht ja jetzt da und nicht mehr da drüben. Und ja, kurz Herzinfarkt-Moment gehabt. Aber er ist ja noch da. Und Flamingo. Irgendjemand von euch hat eine Flamingo-Insel, hat mir jemand geschrieben. Finde ich richtig cool. Flamingo. Und sie heißt Flamingo. Richtig süß. Richtig süße Idee. So, wir kaufen direkt mal alles auf. Bis auf das Care-Set, weil das haben wir tatsächlich schon. Epp und Schlepp. Das verkauft ihr gerade das zweite Mal. Danke. Oh je. Auf was freust du dich am meisten, die Lisbeck? Gott, wie viele Leute heute los ist. Ja, voll, oder? Face Noah, herzlich willkommen im Dodo-Club. Danke für dein Follow, Face Noah. Wie geht's dir?
Murillo, Hallöchen. Ich habe YouTube Unmoddy gemacht, ja. YouTube Unmoddy ist gemacht. Hast du mich vergessen? Das ist gemein. Splat, ich würde dich niemals vergessen. Nein, Hallöchen. Also, vergessen tue ich euch alle nicht. Nur, ich merke gerade, es ist heute sehr viel los im Chat. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht alle Nachrichten übersehe, weil das passiert gerade. Da dürft ihr nicht böse sein, weil die Nachrichten, je mehr geschrieben wird, desto höher rutschen die Nachrichten bei mir am Bildschirm. Und nach circa 20 Nachrichten ist die auch verschwunden. Genau. Oh, der ist cool. Dass die mal noch einen schönen Schirm anbieten. Checkt mein neues Insta-Bild ab. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und es ist gruselig. Es ist gruselig. Ja, YouTube macht mich gerade ein bisschen fertig mit den Followern. Jetzt sind fast in zwei Tagen, nicht fast, es sind in zwei Tagen 100 Follower dazugekommen, was mich gerade ein bisschen überfordert. Uff, es ist einfach zu krass gerade. Man sollte jede Woche seine Insel löschen. Anscheinend kommt es gut an bei euch. Anscheinend steht ihr da drauf, wenn man seine Insel löscht und alles weg ist. Und man nichts mehr hat und sich alles von vorne aufbauen muss. Oh, tut mir leid, bin ich so konzentriert bei der Arbeit. Es ist sicher ein Halloween-DIY, also gib's her! Ja, Kürbis-Süßigkeiten-Set. Sehr cool. Oinke, du bist super. Du weißt, was ich brauche. Nein! Oh, bitte hör jetzt nicht auf zu... Bitte hör jetzt nicht auf zu werkeln. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Wehe. Wehe, sie verlässt jetzt das Haus oder sonst irgendwas. Bitte, bitte sei noch am Basteln. Das kann sich nämlich schnell ändern, Leute. Ja, zum Glück. Jens, du bist nicht da? Nein, wieso? Doch, du bist da. Face Noah, alles gut? Und bei dir? Das ist schön. Bei mir ist auch alles gut. Heute ist... Die meisten To-Dos habe ich heute erledigt. Das freut mich. Oh, Oinka. Ja, Oinka ist süß, Anuli, oder? Hallöchen, Anuli. So. Jetzt haben wir es DIY. Das ist richtig cool. Eröffnest du bald einen Channel auf Discord mit Ich habe meine Insel gelöscht? Ja, muss ich anscheinend. Du hast Oinka? Ja, ich habe Oinka. Sie ist so süß, oder? Sie ist richtig süß. Eine ganze Süße. Ich glaube, Oinka werde ich auch mit Sicherheit behalten. Und wir werden für sie vielleicht Oink suchen als Hausnachbarn. Das fände ich richtig süß, die zwei zusammen. Und da ist übrigens unser Friedhof, den wir gestern angefangen haben zu gestalten. Und ich werde jetzt auf jeden Fall hier dieses eine Ding von Rainer hinstellen, weil das ist tatsächlich eine Fälschung. Und nicht echt. Aber ich habe mich bewusst verarschen lassen, weil ich fand es einfach cool, weil ich baue einen Friedhof und das passt einfach gut dahin. Samia, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. Mutig, die Insel zu löschen, würde mich nicht trauen. Das verstehe ich vollkommen. Also ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die sich das nicht trauen würden, beziehungsweise es einfach nicht machen wollen, weil es auch ein Riesenaufwand ist, sich alle DIYs, alle Gegenstände und alles wieder zu erarbeiten. Ist auch eine Riesenarbeit, aber ich freue mich auf die Herausforderung und freue mich drauf, die mit euch gemeinsam zu meistern, weil ich weiß, sehr viele haben mitgelöscht. Ich Lawina. Ah ja, ich wollte noch was platzieren. Nicht, dass ich es vergesse. Wie findet ihr eigentlich den Friedhof, Leute? Wie findet ihr den? Berkan, hi. Danke nochmal für dein Follow. Hab dich auf YouTube entdeckt und jetzt auch bei Twitch. Hab vor kurzem mir Animal Crossing gekauft und bin etwas lost im Game. Aber das Spiel ist schön. Das ist doch cool. Dann kannst du auf jeden Fall mit mir noch ganz viel dazulernen. Und es freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, das Spiel gefällt dir. Das Spiel ist schön, hast du gesagt. Ja.
Anuli, schreib mir rein, wie du auf der Switch heißt und was dein Profilbild ist. Dann nehme ich gleich deine Freundschaftsanfrage auch an. Pjododo, ich habe mich an dich inspiriert und habe meine Insel gelöscht. Oh, Morelio, yes! Und jetzt macht's viel mehr Spaß. Das freut mich. Das freut mich, dass wenn es jemand macht, wenn er auch löscht, das später nicht bereut. Weil das wäre traurig. Das fände ich schon doof, wenn das jemand von euch dann bereuen würde. Das wäre nicht so schön. Aber wenn es cool ist, dann freut es mich umso mehr. Wo haben wir das? Schmuck? Ich kann das gar nicht. Bin ich dumm? Kann ich das einfach nicht aussprechen? Das sieht mit der Kerze ein bisschen gefährlich aus, muss ich sagen. Nimm mal die Lampe mal weg. Kann ich das einfach nicht aussprechen? Bin ich so blöd dafür? Das geht jetzt nicht mehr hin, die Lampe, oder? Nö, wetten, die geht nicht mehr hin. Ja, ich wusste es. Ist voll hübsch, das passt voll gut. Passt voll gut. Danke, Leonie. Danke. So, dann kommt die Laterne hier hin. So. Ja, doch. Finde ich cool. Finde ich cool. Passt. Lassen wir mal so. Lassen wir mal so. Dann gucken wir mal, ob Frederik auch bastelt. Nein, Frederik ist. Doch, Frederik ist zu Hause. Frederik ist daheim, Leute. Wir können zu ihm gucken. Jens, soll ich dann Nein sagen? Du darfst. Oh mein Gott, Nein würde ich niemals sagen, aber das ist deine Entscheidung, Jens. Das ist deine Entscheidung. Bitte keine Codes in den Chat schreiben. Bitte keine Codes in den Chat schreiben, wenn ihr was loswerden wollt. Und es sollte natürlich anständig sein, Leute, wirklich. Wir sind eine Animal Crossing Community hier. Dann bitte im Discord-Kanal gucken. Da könnt ihr dann eure Codes reinschreiben. Morgen wird ein Museum gemacht. Heute mein Service sind richtig cool, Melly Maus. So, hey Frederik, gestern hatte ich den besten Traum aller Zeiten. Ich habe von einer riesigen Torte geträumt, einen richtig riesigen, achtstöckigen mit Schoko und Sahne und er hat alles selbst aufgegessen, oder? Im Traum war ich nach einem Hab satt und konnte nicht aufessen. Das ist ja ein Albtraum. Deswegen gehe ich heute ohne Abendessen ins Bett, dann bleiben garantiert nicht einmal Krümel übrig. Oh no, Frederik. Der Arme hat richtige Kuchen-Albträume. Ja, danke der Nachfrage. Und dir, Samir, hast mich motiviert, meine Insel zu löschen. Du auch? Oh mein Gott, wir könnten wieder mal eine Abstimmung machen, wer hier alles gelöscht hat. Oh Gott, Samir, ich hoffe, du bereust es nicht. Hab sie auch vor ein paar Tagen gelöscht, als du deinen ersten Stream gepostet hast. Oh mein Gott, das freut mich voll. Oh, das ist richtig süß, dass ich euch da ein bisschen inspirieren kann. Wie gesagt, nur hoffe ich, dass niemand von euch bereuen wird. Oh Gott. Jens, danke für dein Geschenk-Abo an Splat. Dankeschön. Splat, der Frederik ist dein Lieblingsbewohner. Oh mein Gott, ich habe ihn tatsächlich auf einer Meileninsel gefunden, Splat. Als man die drei Bewohner da am Anfang auf Meileninsel einladen kann, da habe ich auch Frederik gefunden. Und Leonie hat mich inspiriert, dass ich ihn nehmen soll, weil Leonie hat ihn auch. Jens, danke nochmal. So, die Mimi ist eh nicht zu Hause. Die haben wir ja vorhin schon vorne gesehen. Tillmans Haus wird dir sicher gefallen. Alles ist grün. Oh mein Gott, das wird mir sehr gefallen. Chaos Kitty, du kennst mich. Du kennst mich. Ich starte morgen neu. Oh, Steffi, ich wünsche dir einen guten Neustart in Animal Crossing. Wow. Traust du dich es auch? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Liz, hallo Liz. Ich habe übrigens auf meiner Insel Martin und Erik und sie wohnen auch nebeneinander. Oh mein Gott, wie süß. Wie süß ist das bitte? Das ist, glaube ich, eines der süßesten Pärchens, die man haben kann. Oh mein Gott. Richtig süß. Wow. So, was wollte ich machen? Ah, das Museum wird heute umplatziert, Leute. Das Museum wollen wir umplatzieren und ich bringe mal das ganze Zeug, das ich gerade nicht brauche, ins Lager und dann werde ich mal mit der Melinda reden, weil eventuell kann ich ja nachgucken, wie viele Sterne unsere Insel bis jetzt hat. Cool wären 2, noch besser wären 3, aber das denke ich nicht, dass wir das jetzt schon schaffen, weil wir haben noch nicht so viele Bewohner, das würde auch gar nicht gehen, wahrscheinlich ist nur 1 Stern. So, bitte abstimmen, hier sind einige neue, wer hat alles die Insel gelöscht? Ich muss auch. Oh mein Gott, 12 Leute schon. Uff.
Fünf sagen nie und nimmer. Das finde ich auch schön. Finde ich auch schön, wenn man seiner Insel treu bleibt. Ah, da können wir auch umgestalten. Yes, wir können unser Haus umgestalten. Das machen wir auch heute. Miss Games, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Wie geht es dir? Wie geht's dir? Kaffeemühle. Oh, richtig cool. Ich liebe Kaffeemühlen. Ich mag dieses alte Zeug. Ihr werdet es sehen. Ihr habt ja fleißig auf Instagram abgestimmt, dass ich euch wirklich zeigen soll, was ich alles so bei Ikea bestellt habe oder wie unser Kühlschrank aussieht, der heute angekommen ist oder blablabla, was alles noch so. So, und ich glaube, nur einer hat bis jetzt Nein gestimmt. Und so 40 Leute, ja. Also ihr brennt ja richtig drauf, dass ich euch das zeige. Werde ich auf jeden Fall morgen oder übermorgen machen. Da werde ich euch einen kleinen Haul oder so abdrehen. So, 17 Leute haben gesagt, sie haben die Insel gelöscht. Oh mein Gott. Nie und nimmer sagen 7 Leute und einer traut sich nicht. Oh. Ist ja richtig cool. So viele Leute einfach mitgelöscht. So. Umgestalten wollten wir. Die Geschenke kann ich eigentlich jetzt auch endlich mal herschenken, weil das sonst liegen die hier noch ewig rum. So. Habe ich denn irgendwelche hübschen Möbel dazu bekommen? Das ist auf jeden Fall cool. Das passt auch rein, weil es rot ist. Ein Dressoir. Stellen wir auch auf. Das Ding stellen wir auch auf. Das passt zur Küche. Machen wir das auch mal rein. Was ist das? Ah, nichts. Ich dachte mir gerade so, hä? Oh, ich habe schon 2 Kaffeemühlen. Und ich habe schon alles für ein Kätzchen. Voll süß eigentlich. Toaster. Ich habe halt keine Stühle. Beziehungsweise keine Dinge, wo ich was ablegen kann drauf. Das ist ein bisschen doof. So, das platzieren wir auch. Das auch. Okay. So. Keine Ahnung, wo ich das hinpacken soll. Machen wir da so ein kleines Abstellding hin. Die Uhr kommt in die Küche. Ja. Feline habe ich auf dem Campingplatz mit einem Kartenspiel umgestimmt. Richtig cool. Mein Mann hat heute einfach Gunnar auf seinem Campingplatz. Was, Frina? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig cool. Zum Glück muss man mal haben. Wow. Meine Insel ist schon 5-mal total umgebaut. Das ist richtig cool, Bommel. Und gefällt sie dir gerade? Gefällt sie dir? Mir geht's super. Das ist schön, Miss Games. Mir geht's auch toll. Das ist schön. Was habt ihr denn heute alles Schönes gemacht am Montag? Wenn ich das machen würde, müssten 500... Nuck, mein Tickets weggeschmissen werden. Oh no, das sind echt viele. Aber du kannst ja jemanden bringen, wenn du magst, und später wiederholen. Schneller Sternis bekommen. Sucht auf jeden Fall jeden Tag nach diesem Sternistein. Ihr braucht das andere Zeug eh auch, wenn ihr bastelt, wenn ihr viel bastelt. Und ich würde sagen, Meerestiere verkaufen, weil die bringen, ich denke, die bringen am meisten. Ich habe immer das Gefühl, die bringen einfach am meisten. Oh, schon 3 Picknickkörbe auf. Zum Herbstpicknick? Ja, Hanami, Hallöchen. Ja, voll, das passt voll. Hab auch Donnerstag neu gestartet und habe sogar noch Herbstferien. Bestes Leben, auch richtig cooles Bett. Da hast du richtig Zeit noch. Wow, Sessi, ich war noch nie so überfordert mit dem Chat. Oh no, Leonie, brauchen wir neue Mods? Wenn du das Gefühl hast, wir brauchen neue Mods, dann muss ich nach neuen Mods fragen. Ich verstehe den Hype um Gunnar nicht, mag den nicht, so ist aber nur meine Meinung. Lyra verstehe ich auch total. Er ist halt voll nerdig und ein bisschen gemein. Und das muss man halt auch echt mögen. Das ist auch der Grund, warum ich... warte mal, irgendein Hype-Bewohner, den ich nicht mag. Wer war das nochmal? Ah ja, diesen Tintenfisch. Diesen Tintenfisch, den mag ich bis heute nicht. Ich spiele seit 6 Stunden Animal Crossing New Horizons. Miss Games. Ist richtig cool. Gerade erst angefangen, oder? Da geht noch was. Oh, das war gezeichnet. Voll schön. Voll schön. 2 Stunden Schule, das geht. Das klappt, Leonie. Sanji, Hallöchen. Was macht man als Mod? Als Mod, Leonie, kannst du mal erklären. Bitte. Genau, danke.
Ich habe gerade Huschke auf meiner Meileninsel gefunden. Oh mein Gott, wie cool. Ihr habt alle so viel Glück, Leute. So, wir packen jetzt hier weiter an. So, richte ich da ein bisschen die Küche noch ein. So, dann haben wir da den Herd. So. Nö. Doch so. Da den Herd. Und den Kühlschrank daneben. Ganz wichtig. Auf den Kühlschrank packen wir dreckiges Geschirr. Der kommt da drauf. Ah, und dann mache ich hier... Das Ding ist im Weg. Mache ich hier den so hin. So als Theke in Anführungszeichen. Da kommt dann die Kaffeemühle drauf. Und der Toaster. So. Das Radio packe ich mal weg, weil dann mache ich die Teekanne neben das Bett, weil ich nehme hier gerne Tee mit ins Bett, bevor ich schlafen gehe. So, den Tresor packen wir natürlich neben das Bett. Der Tresor kommt neben das Bett. Dann haben wir da so einen Hocker, so als wäre es so eine kleine Bar. Eine Lampe neben das Bett. Das Buch liegt am Boden. Das passt auch gut zu mir. Dann machen wir das dahin für die kleine Musik-Echo. Picknickkorb packen wir da noch hin. Da liegt noch ein Buch am Boden. So. Und das kleine Kätzchen, das wir nicht besitzen, bekommt da einen Korb hin. Und einen Fressnapf. So. Bisschen umgestaltet. Macht ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Auch wenn es nicht viel ist, aber ja. So, weiter geht's. Du kümmerst dich um den Chat und schaust... Ach ja, stimmt. Ich fange immer an, irgendeine Nachricht zu lesen. Bin nicht weg, pass insgeheim auf. Okay, Monja, das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr, sehr schön. So, da haben wir noch Post. Ah, ich habe ja bestellt. Glückskekswagen, noch ein Glückskekswagen, Campingplatzschild, Berglied und ein Mountainbike. Sehr cool. Das Mountainbike kommt gleich mal irgendwo zum Rathaus hin. Oh, Mimi sitzt am Eingang. Süß. Süße Mimi. Glückskekswagen. Oh, Glückskekswagen, Leute, sind toll. Sehr neues Hallöchen und Prost. Ich spiele ja jetzt schon seit 9 Uhr Animal Crossing und habe jetzt zwei Eichhörnchen. Oh, wie cool. Welche hast du denn, Splat? Welche hast du denn? Ist Serenada eigentlich ein Nasenbär? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mona passt ja sehr gut zu unserem Toni, oder? Was meint ihr? Deswegen habe ich jetzt den Slowchat reingemacht. Okay. Marika mag ich sehr, gerade neu auf der Insel. Marika! Oh, wie süß! Ich hatte Marika ja auf La Calma, auf der alten Insel. Oh. Die Marika ist eine Süße. So, Fahrrad ist platziert. Dann haben wir da noch... Ah ja, Campingplatz. Ich platziere das noch schnell und dann gehen wir zu Melinda. Und der Nook, denke ich mal, hat auch was zu sagen, oder? Was meint ihr? Oder vielleicht hat er heute keine Lust? Ich weiß es nicht. Den Nook kann man nie so richtig einschätzen. Tweetie-Leinerlechen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wo gibt's den Glückskekswagen? Man bekommt gewisse Pocket-Items, wenn ihr Pocket Camp am Handy habt und mit Animal Crossing verbindet. Und zwar kann ich die euch sogar zeigen. Ich bin gerade richtig lost. Ich habe die App noch nicht. Klar habe ich die App noch nicht. Ich habe ja neu angefangen. Ich kann sie euch später zeigen. Oh. Kann sie euch später zeigen, wenn ich im Rathaus bin. Die bekommt man dann einfach und die kann man dann im Nook-Portal bestellen. Genau. Und da ist eben dieser Glückskekswagen dabei. So, wenn da das so raufkommt, stelle ich hier das Schild hin. Ich zeige euch gleich den Glückskekswagen. Das ist nämlich richtig süß. Mache hier so einen kleinen Snackautomaten hin für die Campingplatzbesucher.
Der ist doch richtig süß, oder? Ich weiß, ich habe eine Sternschnuppe verpasst. Richtig süßes Item, oder? Was meint ihr? Und das bekommt man dann einfach. Das ist gratis. Ich habe Steffen und Huschke. Oh ja, wie cool. Der Slowchat geht dir auch auf den Geist. Echt, Leonie? Schon? Ich finde das bei anderen Streamern eigentlich ziemlich angenehm. Anuli, Freundschaftsanfrage kannst du mir auf der Switch schicken. Nicht auf Twitch. Nicht auf Twitch, sondern auf der Switch. Rufzeichen FC in den Chat schreiben und dann habt ihr meinen Freundescode. Die Leonie hat es gerade gemacht. So. Kleine Snack-Automaten für die Leute, die hier campen. Steht am Abgrund. Fällt fast runter, aber egal. Egal, das macht er schon. Das kriegt er schon hin. Was haben wir hier? Ah, das brauchen wir gar nicht. Das habe ich schon, dieses DIY. Anemonentürkranz, den habe ich ja von Nook bekommen. Sodala. Jetzt gehen wir mal zu Melinda und gucken, was die zu sagen hat. Ob wir sie fragen können. Und dann haben wir auch noch was vor. Dann haben wir auch noch was vor, ja, ja. Hatte mich verklickt. Kein Problem, kein Problem. Ich hab's gelesen. Ich habe deine Flüsternachricht gelesen. Ein echtes Schmuckstück, unser Campingplatz. Ja, ich wusste, er sagt irgendwas. Ich kann mich kaum retten vor lauter Anfragen. So viele Leute, die sich für unsere Inselchen interessieren. Wieso hast du denn heute keinen eingeladen? Es kann gar nicht mehr lange dauern, bis wir die ersten Zeltgäste hier bei uns empfangen dürfen. Schau einfach mal öfter beim Campingplatz vorbei. Wer weiß, wann das erste Zelt erscheint. Wobei der Platz im Moment ja noch überhaupt nicht für Besucher geöffnet ist. Dann mach auf! Der Fall ist klar. Die Zeltgäste müssen von unserer Insel aus den Wandersocken gehauen werden. Dodo Reef muss noch schöner werden und du bist dafür die absolute Fachfrau. Klar. Wer sonst? Wer sonst? Unkraut zupfen, Blümchen setzen. Ach, einfach alles, was die Insel schöner macht. Das brauchen wir. Er kann aber auch nur verlangen. Laura, Hallöchen. Wann streamst du immer? Das sage ich immer auf Instagram vorher Bescheid. Das wird immer auf Instagram... Ihr antwortet ja. Das finde ich auch super, Leonie, dass du immer gleich antwortest. Oh, Eugens Schwester. Ja, Eugens Schwester, die kleine Eufi. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Was soll ich tun? Unser neuer Campingplatz wird mit Sicherheit so manchen charmanten Charakterkopf anziehen. Boah, dieser Ausdruck. Bin mal gespannt, ob wir hier auf Dodo Reef viele neue Besucher sehen werden. Mal sehen, ob ich nicht den einen oder anderen mit altem Nook-Charme zum Hierbleiben bewegen kann. Ach du? Wirklich du? Ach, wie überstürzt er mir. Geduld, Geduld. Nichts wird so heiß gegessen, wie es geplant wird. Genau. Kann ich Melinda jetzt fragen, wie viele Sterne ich habe? Guten Abend, wie kann ich dir heute helfen? Nee, kann ich nicht. Och, Nook! Ich möchte meine Sternchen wissen. Ja, er sagt nichts. Ach nee, wir bauen das Museum heute nicht um. Das wäre voll blöd. Weil ich habe ja noch keine Brücken und wenn das dann auf der dritten Etage ist, dann muss ich da immer mit der Leiter hoch. Ich lasse das noch. Ich lasse das noch. Vielleicht machen wir eine Brücke, wenn es passt. Ja, ich habe ihn gerade gefragt, was soll ich tun? Er sagte nichts. Wusstet ihr, dass Tom Nook mal in einer Beziehung mit Sina war? Nee. Nee, oder, Johnny? Wo hast du das her? Andrea, Löchen. Hi. Ah ja, du darfst dich auch mal auf dein Game konzentrieren. Danke, Leonie. Anoli, hast du mir jetzt eine Freundschaftsanfrage geschickt? Hat das geklappt? Weil wenn ja, kannst du mir sagen, wie dein Profilbild aussieht und wie du heißt auf der Switch, dann, oder wie du heißt, reicht eigentlich. Dann kann ich gleich annehmen. Hat sie Fan der Mia voll. So, Nook-Meilen einlösen. Nö, Nook-Shopping. Das wollte ich euch zeigen, nämlich die Pocket-Camp-Sachen. Wie gesagt, guckt euch einfach... Ah, Tag der Toten, tatsächlich. Ich stelle mir gleich nochmal einen zweiten.
Genau, einfach euer Pocket Camp am Handy damit verbinden, wie das geht. Googelt auf YouTube, gibt es sehr gute Videos. Wenda zum Beispiel hat mal ein Video gemacht. Und das sind sie, genau. Ab da Pocket Camp Hülle, das sind alles Items, die ihr dann bekommt und die könnt ihr eben hier bestellen. Genau, das waren die Items. Ich finde auch ziemlich cool die Marktdekoration und eben auch den Glückskekswagen. Camping Platschill ist auch cool und der Game Automat ist auch richtig cool. Yummy, herzlich willkommen, Dodo Club, danke für dein Follow. Wie geht's dir denn? Yummy, schön, dass du da bist. Glaube ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute! 1000 Follower auf YouTube! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, wie krass ist das? Oh mein Gott, 1000 Dank, Leute. Ich weiß, dass gerade auch voll viele von YouTube zugucken. Danke, danke, Leute. Oh mein Gott, wie ich gerade die Zahl da stehen sehe. Oh mein Gott. Ich müsste so screenshotten. Oh mein Gott, danke, Leute. Ich habe gerade mein Bild von Insta auf dem Handy gesehen und mich selbst erschrocken. Mein eigenes Bild. Oh mein Gott, wie krass. 1000. Oh, die Zahl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke, Leute. Ich bin gerade richtig gerührt. Oh, ihr seid so süß. Jetzt sehe ich gerade erst den Chat von euch. Wie süß seid ihr, bitte? Voll der Hype hier. Oh mein Gott. Danke. Ich bin gerade richtig gerührt. 1000 auf YouTube. Ich habe mir auch nie gedacht, dass YouTube mal so wird, überhaupt. Nie hätte ich mir das gedacht, nie. Weil auf YouTube ja ich mir immer alles so schleifen gelassen habe und ich das da eigentlich gar nicht verdient habe, wirklich nicht. Oh, ihr seid so süß, danke euch alle. Danke an alle, die gerade da richtig Hype im Chat machen. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Hallo, ich nehme gleich deine Anfrage an. Ich muss es kurz ein bisschen sacken lassen. Uff. Ihr seid so süß, Leute. Ihr wisst gar nicht, was das mir bedeutet. Wahrscheinlich denken jetzt welche, oh, die übertreibt ja voll. Aber ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet und wie mich das motiviert, einfach immer und immer weiterzumachen, weil ihr einfach Zucker seid. Es ist einfach Wahnsinn. Oh, ihr seid so süß. Anita, was habe ich verpasst? Ich habe gerade 1000 Follower auf YouTube geknackt. Oh, das auszusprechen. Oh mein Gott. Puh. Oh Gott. Ihr seid so süß. Chani ist auch von YouTube. Oh, wie süß. Danke, Chani. Danke. Ja. Als kleinen Anfang 1000 Abos zu knacken, ohne von irgendjemandem gepusht zu werden eigentlich. Also von niemandem Großen. Ich kenne halt da so viele, die da ganz klein, die dann richtig große Leute anschreiben und so sagen, ja, hey, kannst du vielleicht mich mal wo erwähnen? Und dann bekomme ich ein paar Follower. Aber ich finde das den falschen Weg, weil da hat man keine Bindung zu seinen Followern. Und was ich mit euch schreibe am Tag, ich investiere teilweise Stunden am Tag, um mit euch zu schreiben. Und es ist einfach Wahnsinn. Ihr seid so lieb, ihr seid immer im Stream. Wir haben gerade auch 50 Zuschauer, es ist Wahnsinn. Und danke an jeden Einzelnen, der da draußen gerade sitzt und mich hier sich gibt und zuguckt und mir beim fast Heulen zusieht. Ja, und Twitch ist 944 Grad auch mega. Es ist Wahnsinn. Da haben wir auch erst vor 2 Tagen die 900 geknackt und jetzt sind es schon wieder 944. Es ist einfach. Ich hab euch lieb, Leute. Oh Gott, ich muss jetzt echt aufhören, sonst fange ich wirklich doch richtig an zu heulen hier. Sarah, danke. Oh Gott, ich muss jetzt echt aufhören hier.
Leute, wir spielen noch. Wenigstens ist es kein Game, wo man so richtig weiterspielen muss oder sonst draufgeht oder so, keine Ahnung. Puh, so, wir beruhigen uns jetzt alle wieder. Danke. Danke, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Das weiß ich jetzt schon, weil sowas beschäftigt mich immer so. Da geht das gar nicht. Puh, so, ich werde mir jetzt einen Snickers gönnen, Leute. Ich habe es gerade gesehen und ich werde mir jetzt einen Snickers gönnen. Oh, oh Mann. Ich werde auch einen Post machen jetzt für YouTube, weil das ist mir einfach wichtig, das auch zu machen, um euch so nochmal Danke zu sagen. Aber Leute, es kommen auch auf Instagram jetzt tolle Bilder, auch zu Halloween. Und allein für mich muss ich da schon was machen. So, die Feuerblume ist hübsch. Die lassen wir mal tanzen. Wir sollten dir Danke sagen. Du gibst die Mühe. Du hast so eine krasse und tolle Community. Meine Community ist die beste, Leute. Und das sage ich nicht nur so. Das sage ich nicht nur so. Es ist auch wirklich so. Und ich bekomme es auch täglich von Leuten gesagt, dass ihr alle einfach die niedlichste Community... Niedlich? Die liebste Community seid, die man sich einfach wünschen kann, weil alle einfach so nett sind. Und wenn hier irgendjemand reinkommt, der nicht reinpasst, so ein oberflächlicher Mensch oder der einfach nicht passt, der böse ist oder eben nichts Nettes zu sagen hat, der merkt sofort, der hat hier keinen Platz, weil ihr alle einfach krass seid. Die verschwinden dann auch sofort wieder, weil die sehen, da komme ich sowieso nicht an, da kann ich sagen, was ich will, da bin ich nicht erwünscht und da kann ich gleich wieder gehen. Und so ist es einfach. Und das seid ihr, Leute, das seid ihr, das bin nicht ich, das seid ihr. Weil ihr hier seid und ihr einfach die liebsten Menschen seid, die ich in so einer Online-Community jeweils erlebt habe. Wirklich. Wirklich. Also danke, Leute. Und ich esse jetzt meinen Snickers. Darauf erstmal einen Snickers, ja. Ich liebe eure Nachrichten. Mit Dodo Gang, ja. Beste Gang. Leute, wir sind in der Gang. Danke, aber Emilia, danke. Danke an euch alle. Es sind 60 Zuschauer. Leute, ihr macht mich fertig. Ich werde zu keiner Diva, nö, nö. Chaos Kitty, danke für 100 Bits. Dankeschön. Danke, Chaos Kitty. Vielen, vielen lieben Dank. Boah. Gib Snickers. Ich würde euch jetzt allen Snickers geben. Ich sag's euch, Leute. Und die, die allergisch gegen Nüsse sind, die kriegen einen Twix oder was ihr halt sonst so mögt. Duplo? Mögt ihr Duplo? Ich weiß nicht. Mm. Und falls gar nicht geht, ich habe ja noch Reiswaffeln. Leone, magst du Duplo? Magst du das? Ich hatte schon ewig keins mehr. Es war immer so der Schulsnack früher, den mir meine Mama mitgegeben hat. Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr bekommen, weil ich habe dann nie das Brot gegessen, sondern nur das Duplo. Und das Brot gar nicht gegessen, sondern nur das Duplo. Und dann habe ich kein Duplo mehr bekommen. Bin ich selbst schuld. Oh, Kinder Bueno ist auch richtig gut. Vor allem die Weißen. Die Weißen mag ich am liebsten. Ich wollte heute Krapfen-Dings kaufen. Ah, egal, aber es gab die nirgendwo. Nee, die wird es erst wieder im Januar, Jänner, wie wir Österreicher sagen, Jänner geben. Schokolade ist immer gut. Schon, oder? Als ich damals 15 geworden bin oder so, da habe ich von meiner damaligen besten Freundin 4 Duplo-Packungen geschenkt. Bekommen. Ich war da mit Magen-Darm im Bett und ja, ich habe es trotzdem gegessen. Ja, Leonie, runter damit. Das ist auch so, ich kann zum Beispiel nicht, wenn neben mir irgendein Schoki liegt,
dann kann ich einfach nicht widerstehen. Ich kann es einfach nicht. Sarah, oh mein Gott, danke für 100 Bits. Vielen, vielen Dank, Sarah. Für 100 Bits, dankeschön. Oh mein Gott. Bin ich die Einzige, die alles nicht mag? Was magst denn du, Lili Speck? Was magst du gerne? Ist nicht schlimm. Reiswaffelliebe. Mona, du bist so süß. Ich habe auf YouTube Leute gesucht, die auch in Animal Crossing spielen. Habe ich deinen Kanal gesehen und habe auch geschaut auf Twitch und da habe ich direkt Pidodo folgen gedrückt. Ich verpasse keine Benachrichtigungen mehr. Sanji, vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Und du bist ja auch so oft im Stream mit dabei. Und trotzdem auch von YouTube hierher gekommen. Es freut mich immer zu hören. Wenn YouTube-Leute auf Twitch schaffen, das ist einfach nicht so selbstverständlich, Leute. Weil wenn Leute YouTube sehr gerne gucken, gucken sie auch Streams meistens auf YouTube und eher nicht auf Twitch. Und Leute von YouTube auf Twitch zu bekommen, ist echt nicht selbstverständlich. Aber Emilia und Lilly ist weg. Was esst denn ihr gerne so als Snack? Verratet mir das mal. Mich interessiert es echt. Ich warte auf eure Antwort die ganze Zeit. Vanessa kommt auch von YouTube. Wow. Hallo Lero. Dadurch, dass kaum noch einer auf YouTube wirklich Animal Crossing spielen. Und da geht dann bei dir dann die Post ab. So süß seid ihr, so süß. Wir spielen auch gleich wieder weiter. Ich esse meinen Snickers noch fertig. Es ist fast fertig. Und dann spielen wir gleich weiter. Rafa hat mich auch auf YouTube gesehen. Ich dachte, du kamst von TikTok. Hau Cheese 84. Herzlich willkommen mit Dodo Club. Danke für dein Follow. Dankeschön. Wie geht's dir? Lili, du machst Gummibären. Die hasse ich dafür. Ich hasse sie eigentlich nicht. Ich mag sie vom Geschmack her voll. Aber meine Zähne machen das nicht mit. Ich kann auf so Gelee-Sachen nicht beißen. Da fangen die sofort an, weh zu tun. Das geht leider gar nicht. Deswegen hasse ich sie. Der Geschmack wäre gut, aber... Was soll man machen? Oh, ihr habt schon wieder einen Hype-Train gestartet, Leute. Macht mich nicht fertig. Was macht ihr? Ihr habt schon wieder einen Hype-Train gestartet. Ja, wir hatten das ein ganzes Jahr fast nicht. Und jetzt zwei so direkt hintereinander? Leute. Was? Mir geht's gut, danke, Hojis. Ich hoffe, ich sag deinen Namen richtig. Nicht von TikTok. Wer kam dann von TikTok? Irgendwer kam von TikTok. War das Link? War Link von TikTok? Laura, danke für dein Stufe 1 Abo. Laura, vielen, vielen Dank. Dankeschön für dein Stufe 1 Abo, danke. Und Leni, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für deinen Follow, Leni. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig heute. Ich werde dank euch nicht schlafen können. Zum Glück habe ich morgen frei. Chaos Kitty, danke für dein Stufe 1 Abo an Knuddelwutz. Vielen, vielen Dank, Chaos Kitty, für dein Stufe 1 Abo an Knuddelwutz. Vielen, vielen Dank. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Oh, Leute. Jens? Der Jens ist auch wieder am Start. Jens, danke für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, dass ihr damit den Hype Train Stufe 1 abgeschlossen habt. Oh mein Gott.
Danke, Jens. Danke, Chaos Kitty. Danke, Laura. Ich kann nicht mehr, Leute. Ihr macht mich so fertig. Ich habe jetzt eine Zahnspange bekommen und habe so Zahnschmerzen. Oh no, Lilly. Oh, ich kenne das nur so gut. Ich kenne das so gut. Ich habe da auch 2,5 Jahre eine festsitzende Zahnspange und bekomme auch bald wahrscheinlich wieder eine. Weil meine damalige Zahnärztin leider was falsch gemacht hat und das natürlich jetzt korrigiert gehört. Zusätzlich sind auch meine Weisheitszähne gezogen worden und die haben auch ein bisschen was verschoben. Normale Unterhaltung geht gerade nicht, oder? Jens, danke für dein Stufe 1 Abo an die Lele ist back. Danke, Jens. Du bist der Wahnsinn. Wow, danke. Leute, danke schön. Danke, 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 danke. Ganz viel Dodo Liebe an euch. Fühlt euch gedrückt. Jens fühlt dich ganz fest von mir gedrückt. Und generell alle. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Bitte. Ich fange sonst wirklich an zu heulen. Und ihr seid dann schuld. Ihr seid schuld, weil ich bin eh schon kurz davor wegen YouTube. Ich gehe jetzt mal Bewohner beschenken. Okay? Das mache ich jetzt, weil ich muss auch irgendwann wieder weiter spielen. Euphemia kann ich leider nicht. Da ist Toni. Toni bekommt jetzt ein Geschenk von mir. Oh, entschuldige. Oh no, Jens, bitte nicht entschuldigen dafür, dass du mich unterstützt. Sarah, danke für dein Stufe 1 Abo an die Mina. Oh. Sarah, vielen, 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 vielen Dank, Sarah. Oh Gott, ich höre jetzt auf. Ich sammle mich wieder. Vielen, vielen Dank, Sarah, für dein Stufe 1 Abo an die Mina. Ganz viel Liebe in den Chat für alle, die gerade mit Geld unterstützen. Es ist einfach irre. Weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich da. Nee, überhaupt nicht. Es ist einfach zu krass. Jens, danke für dein Stufe 1 Abo an die Ava Emilia. 41 Abos, Jens. Boah. Oh mein Gott. Und, oh mein Gott, der Hype Train. Weil gerade wer gefragt hat, was ein Hype Train ist. Ein Hype Train löst sich immer auf, wenn so ein paar Leute eben durch Geld, also Bits oder Geschenkabos, mich unterstützen. Und dann nähert sich der an und irgendwann wird er auch ausgelöst ab einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn dann aber weitergemacht wird mit dem Unterstützen durch Geld und ja, werden diese Hype Trains abgeschlossen. Und jeder, der da mitgemacht hat, bekommt dann zum Schluss, ich glaube, ab Stufe 4, wenn der abgeschlossen ist, bekommen die Special Emotes von Twitch einfach so geschenkt. Also geschenkt ist ja das überhaupt nicht, weil ihr habt ja Geld dafür ausgegeben. Ich komme damit einfach nicht klar. Ihr wollt ja sie gleich Freudentränen machen, ja. Ich habe auch das Gefühl. Super Mario Kart bringt Spaß. Gab es neue Strecken? Wollt ihr mal, dass wir Mario Kart im Stream spielen? Chaos Kitty, danke für 1000 Bits. Danke für 1000 Bits, Chaos Kitty. Dankeschön für 1000 Bits, Chaos Kitty. Fühl dich ganz festgedrückt von mir und ich verpasse gerade voll die Städte. Jetzt ist zum Beispiel Stufe 2. Vom Halbtön abgeschlossen worden. Ihr seht das eigentlich eh oben im Chat, oder? Ihr müsstet das ja auch sehen. Das sehe ja nicht nur ich. Puh. Ich komme hier nicht mehr zum Spielen. Jens, danke schön für 500 Bits, Leute. Oh, ich würde euch so gerne drücken. Ihr könnt es nicht vorstellen. Ich würde euch so gerne drücken. Ich würde euch so gerne selbst mal kennenlernen. Ihr seht ja den ganzen Tag nur mich. Aber ich würde euch auch gerne mal kennenlernen, weil ihr einfach krass seid. Ihr seid einfach so liebe Menschen. Jens, danke für dein Stufe 1 Abo an Miss Games. Danke, Jens. Und danke, Chaos Kitty. Und danke, Sarah. Boah, ja, Leute. Ich komme heute nicht mehr zum Spielen. Nö. Es
so fertig aus. Danke, Leonie. Danke. Das will ich hören. Boah, Leute. Bis gleich, Lili ist weg. Bis gleich. Mir ist gerade richtig schlecht. Ich hätte Snickers nicht essen sollen. Ich hätte Snickers nicht essen sollen. Und dann verschlucke ich mich auch noch an der Erdnuss. Jens, vielen, vielen Dank für deine Stufe 1 Sub an die Samia. Was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab? Jens, vielen, vielen Dank. Damit haben wir Stufe 3 vom Halbturn auch abgeschlossen. Was ist mit meiner Stimme los, Rafa? Fragst du dich? So, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Toni will mir eine Emotion beibringen. Vielleicht lerne ich jetzt das Weinen. Heute zeige ich dir mal eine wirklich brauchbare Emotion. Aufgepasst. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich, oder? Jens, vielen, vielen Dank für dein nächstes Stufe 1-Sub an. Wieso? Dankeschön, Jens. Jens. Alle haben Dodo-Köpfe vor den Namen. Bitte gern, schreibst du dann. Bitte gern. Vielen, vielen Dank. Und ja, Liara, das kann ich gut gebrauchen, das Stretchen. Das ist super. Dankeschön, dass du die Punkte dafür eingelöst hast. Das brauche ich gerade richtig. Lele ist wieder back. Kannst du das auch mit den Augen? Ich weiß nicht. Was? Nein, ich kann das nicht. Puh. Ah. So, eine Frage zum Spiel. Weiß einer, woher ich das Crafting-Rezept bekomme für ein Eisenholzkommode? Ja, einfach. Da musst du Glück haben. Da musst du Glück haben. Kann in einer Flaschenpost sein, in einem Ballon drin sein. Guck zu deinen Bewohnern, ob da jemand gerade am Basteln ist. Und ja. Es geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Ballonfarmen gehört habt. Falls nicht, könnt ihr gerne im Chat mal nachfragen. Dann erkläre ich das kurz, was man macht, wenn man Ballons farmt. Also was da helfen kann. Bei mir sind es 68, so krass, 68 Zuschauer. So, falls ihr gerade fragt, was ich gerade mache, ich stretche mich, weil ich bin gerade richtig fertig. Wegen meiner Community. Die haben mich fertig gemacht. Die haben mich einfach fertig gemacht. Und sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Sarah, vielen Dank für 200 Bits. Dankeschön, Sarah. Sarah, vielen, vielen Dank. Boah, ich kann nicht mehr. Wir hatten keinen Raid, oder? Oder habe ich jetzt bei dem ganzen Chaos einen Raid übersehen? Hat... Nein, oder? Es sind einfach so unfassbar viele Leute da. Oh, es hat jetzt richtig gut getan. Es hat sogar geknackst. Hallo an alle, die gerade neu dazu gekommen sind. Wir spielen auch gerade gleich weiter. Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen sind hier alle. Also, danke, dass ihr da seid. Erklär mal bitte. Ja, soll ich erklären? Nee, war kein Raid. Ich hätte auch keinen gesehen. Ich werde trinken, weil Miss Games möchte, dass ich trinke. Prost, Miss Games. Muss an dir liegen. Oh mein Gott, Jens. Muss es an mir liegen, weil ich hier so rumjammer die ganze Zeit, fast am Heulen bin. Das wollen die Leute sehen. Wenn jemand heult, das wollen die Leute sehen. Ich weiß es ganz genau. So, also Ballonfarmen werde ich kurz erklären. Und zwar, es fliegen ja immer wieder Ballons
über unsere Inseln drüber. Das werdet ihr wahrscheinlich schon gecheckt haben, wenn ihr auch eine Insel habt. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass zu einer gewissen Tageszeit der Ballon von links nach rechts von der Insel fliegt oder von rechts nach links. Das macht er je nach Tageszeit anders. Im Abend fängt er an, von der anderen Seite zu fliegen und morgens wieder von der anderen. Da müsst ihr einfach mal gucken, wann dein Ballon von wo fliegt. Das wird auch immer so gleich bleiben. Muss man nur kurz abchecken und dann weiß man das für immer. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, am Tag fliegt er von links nach rechts, dann stellt ihr euch links an euren Strand hin. Und ihr könnt dann... Ich erzähle gleich weiter. Dankeschön, dass ihr Stufe 3 Abo jetzt auch abgeschlossen habt. Und auf Stufe 4 abgeschlossen habt. Und die Leute bekommen jetzt die Hype Train Emotes. Dankeschön. Ist abgeschlossen. Wow. Und ihr habt jetzt natürlich auch diesen Train vor eurem Namen, der euch ehrt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Leute. Danke. So, Ballonfarmen. Also, wenn ihr jetzt erkennt, dass am Tag der Ballon von links nach rechts auf eure Insel fliegt, dann stellt ihr euch links hin an den Strand und da könnt ihr jetzt Sachen wie Gefängnisgitter einmal runter platzieren oder Kletterwände funktionieren auch. Funktioniert noch was? Irgendwas funktioniert doch noch. Jedenfalls könnt ihr die da einmal runter platzieren und dann stellt ihr euch an den untersten Punkt, wo ihr das platziert habt. Ich habe zum Beispiel auch nur den halben Strand genommen und dann, weil ich hatte nicht so viele Gefängnisgitter. Es sieht zwar hässlich aus, ich weiß, aber alle 5 Minuten spawnt ein neues Geschenk. Und wenn ihr euch dann da unten platziert, ist es egal, wo das Geschenk kommt, auf welcher Höhe. Es wird sich dann in diesem Gefängnisgitter oder in der Kletterwand verfangen sozusagen und einfach nach unten gleiten. Und da steht ihr dann mit der Schleuder bereit und feuert den Ballon ab. Und so farmt man Ballons. Und das ist ziemlich cool, weil dann verpasst man einfach keinen mehr. Genau. Ich hoffe, euch hat's geholfen. Die Orgeln gehen auch. Richtig, die Orgeln gehen auch. Und ich höre gerade auch einen Ballon. Und ich werde jetzt kurz mal Toni erlösen, dass er mich so anguckt. Die kannst du verwenden, wenn mich jemand im Armdrücken besiegt, dann, denn das wäre doch mal ein Schock. Genau, jetzt habe ich eine neue Emotion. Schock. Den habe ich gerade. Wegen euch. Aber ich bin nicht böse. Nein, im Gegenteil. Ich heule ja fast. So, da ist das gelbe Geschenk. Und wie ihr seht, jetzt ist abends. Jetzt fliegen die Ballons von links nach rechts. Dann weiß ich, am Tag fliegen die von rechts nach links. Bei mir. Genau. Ein Trinker-Maxi-Kleid. Süß. Oh, es ist richtig süß. Ja, ich bin eine grüne Eichel. Hab bis heute noch keine Schleuder. Oh no. Hast du mal im Laden geguckt? Die müssten das im Laden haben. Die müssten das im Laden haben. Ich glaube schon, ja. Müssten sie. So, die Blumen wachsen auch schon fleißig. Ich spreche nochmal Euphi an. Vielleicht hat sie noch was Wichtiges zu sagen. Wenn du mal deine Sternschnuppe siehst... Okay, sie erklärt es mir einfach nochmal. Klingt etwas esoterisch, aber wenn der Wunsch vor Verschwinden der Sternschnuppe fertig ist, na dann soll er in Erfüllung gehen. Sagt man zumindest. Oh, wie oft hat sie sich schon was gewünscht und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Oh no. Die arme süße Euphi. Hab noch keinen Laden. Oh, okay. So, ihr wisst, ich pflanze keinen Sternibäume. Ich weiß, das mögen manche nicht von euch. Weiß das ganz genau. Oh, falsch gegraben. Ich werde heute auf jeden Fall auch noch schwimmen gehen, weil wir haben Johannes erst einmal gesehen. Und der arme Johannes braucht was zu essen. Oh, geez, viel Spaß noch. Oh, danke schön. Danke. Dir noch einen schönen Abend. Morgen früh raus. Viel Glück morgen in der Arbeit oder was auch immer. Oder in der Schule oder in der Uni. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Aber habt einen schönen Abend. Ciao. Oh, ich liebe die Abendmusik. Die ist doch so schön.
Die neue Musik ist auch richtig schön. Aber auch die Morgenmusik. Oder generell, ich finde eigentlich alle Regenmusikstunden sehr, sehr schön. Die finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. So, wo haben wir denn noch Steine? Oh, Kürbisse ernten. Oh, 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 oh mein Gott, ich habe eine Freundschaftsanfrage vergessen. Denise Bla, hey, schön, dass du auch wieder da bist. Schreib mir auf jeden Fall, wie du heißt, auf der Switch, dann kann ich gleich deine Anfrage annehmen. Und es tut mir so leid, dass ich das jetzt vergessen habe. Ich war einfach zu abgelenkt. Anuli, ich muss mal kurz gucken, was du geschrieben hast. Nur kann ich nochmal gucken. Anuli, kannst du mir auch nochmal kurz schreiben, wie du heißt? Ich hab's leider, ich kann jetzt nicht mehr so weit rausscrollen. Es tut mir leid, dass du das jetzt nochmal schreiben musst. Danke, Blau. Danke, aber ich brauche keine Fossilien. Ich werde die einfach mit der Zeit sammeln. Aber danke schön. Gar kein Problem. Na doch. Ich hätte es nicht vergessen sollen. Du hast ja extra Punkte eingelöst. Miss Games, wie gesagt, Punkte einlösen, weil die anderen lösen es auch ein. Dafür, dass ich die ja dann annehme. Das wäre dann nicht fair. Aber sobald ich die Punkte einlöse, sofort, wirklich sofort. Ich habe auch einen Blick drauf, Leonie, auf jeden Fall. So. Habt ihr mir die Namen schon reingeschickt? Rafa, hast du das gerade für Miss Games gemacht? Ah, das ist Anuli, okay. Hab dich, hab dich. Oh mein Gott, Rafa, wie süß bist du. Rafa hat für dich die Punkte eingelöst, Miss Games. Das heißt, ich kann es gleich annehmen. Süß. Und du hast gesagt, du heißt Miss Kitty. Da bist du. Du hörst dich an, als ob du... Nein, ich habe nicht geweint. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen geweint. So, und Anuli habe ich. Und jetzt fehlt nur noch Denise. Denise, was ist los mit dir? Wie heißt du? Heißt du der Engel? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Denise, schreib mal rein. Schnell. Ich baue mir vor mein Haus eine Farm mit neuen Update. Werde ich richtig loslegen. Richtig cool. Melli Maus, wie heißt du auf der Switch? Jetzt auch gleich reinschreiben. Fühlt euch geknuddelt, oh Rafa, du bist süß. Fühlt dich gedrückt. Heiße. Morelio, wie gesagt, Punkte anlösen. Okay. Denise und Melli Maus, ihr müsstet es mir noch schreiben, bitte. Dann komme ich nochmal raus aus dem Game. Denise und Melli Maus, bitte Namen von eurer Switch reinschreiben und dann gehe ich gleich annehmen, eure zwei. Och, Rafa, du bist zuckersüß. Weißt du das? Lilly ist weg. Man kann Freundschaftsanfragen auf der Switch schicken. Und zwar, wenn du einfach mal da guckst. Ich musste es tun. Ich zeig's dir gleich, Lilly ist weg. Ich zeig's dir gleich, wenn du kurz dran bleibst. Ich warte nur noch kurz auf die Denise, bis die mir schreibt, wie sie heißt. Dann zeige ich dir das sofort, wie du eine Freundschaftsanfrage schicken kannst. So. Wo sind die anderen Fossilien? Was macht ihr da? Oh, macht Sport. Fleißig, Toni, fleißig. Sehr fleißig. Spassi-Witsch. Hallöchen. Hallöchen, ich muss gerade eine... den Namen doch mal gucken, weil das Grün kann ich irgendwie nicht so gut lesen hier. Herzlich willkommen im Dodo-Club, Spassiewicz. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Wie geht's dir denn?
Spassi. Okay, mach ich. Kniebeugen. Ja, ich habe mich gefragt, hä, was macht er da? Das sieht so komisch aus. Der Toni, der gute alte Toni. Schau über die PS4. Oh. Wirklich? Das geht? Cool. So, von wem muss ich es jetzt noch annehmen? Bitte, ich mag niemanden vergessen, der Punkte eingelöst hat, deswegen. Das geht einfach nicht. Da habe ich schon eine reinbekommen. Wer war das? Das Bärglied habe ich auch. Die Freizeithose. Das kann ich ablegen. Ach, ich wollte ja die Geschenke. Wieso vergesse ich das jedes Mal wieder? Ich ärgere mich jedes Mal nach jedem Stream, dass ich es wieder vergessen habe, die Geschenke herzuschenken. Hab jetzt eine Schleuder. Yes, Miss Games. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt geht's los mit dem Balance. Keiner wird am Himmel bleiben. Alle werden runtergeschossen. Ey, Berli, du machst mal wieder einen richtig fitten Eindruck. Naja. Hier, nimm. Bitteschön. Es ist eine Kirsche. Ah, ich habe gespoilert. Danny Ball, die 70 Punkte hast du gleich. Die 70 Punkte hast du gleich. Ich glaube, in 7 Minuten müsstest du die haben. Wenn mich hier alles täuscht. Oh, jetzt habe ich ihn nochmal angesprochen. Sorry. Sorry, Toni, ich wollte dich nicht stören. So, wo haben wir die Mimi? Die war doch da mal. Ist da gelaufen. Wo ist eigentlich die Philippa? Ist die zu Hause? Ja, die ist zu Hause. Toni liebt Sport machen. Ja, Toni liebt Sport machen. Melly und Bild ist Prinzessin Peach. Okay. Okay, okay, okay. Für Danny Ball. Okay, Leni hat es auch eingelöst. Du hast es auch eingelöst. Danny Ball, du kannst dann auch gleich direkt deinen Namen reinschreiben. Cool, dass du reinschaust. Mein Kühlschrank wurde schon von Toni geplündert. Ich werde Toni nie einladen in mein Haus. Aber wir können uns ja trotzdem eine nette Zeit machen. Ohne Kuchen? Hm. Ich habe was für dich. Ich habe ja auch Proviant mitgenommen. Aber du darfst die Kirschen ruhig alleine essen. Musst mir nichts davon abgeben. Deine Einpackskills sind echt nicht von dieser Welt. Das nenne ich mal eine Nam-Nam-Kirsche. Ja, sie hat schon eingelöst. Kann man nicht rückgängig machen. Das kann man wirklich nicht rückgängig machen. Dann behalte die Punkte und löse sie für was anderes ein. So. Dass ich jetzt wirklich niemanden vergesse, helft mir kurz auf die Sprünge. Das Denise wird Denise Bla sein, oder? Stimmt es? Denise, bist du das? Kann es sein? Oh no, Leute. Helft mir auf die Sprünge. Bitte. Also Danny Ball Hammer, dafür hat Leni eingelöst. Abgehackt. Dafür hat Leni eingelöst. Rafa hat zum Schluss eingelöst für... Rafa, für wen hast du da am Ende eingelöst? 800 Punkte für... Oh Gott, Leute, das war mir gerade ein bisschen zu viel. Ich musste es tun. Steht da. Für Murillo. Murillo, wie heißt du? Du heißt Zuliku. Okay. Ist angenommen. Dann hat Melly Maus. Melly Maus war... Ist Melly, oder? Melly Maus, du bist Melly. Würde logisch sein. Melly Maus ist Melly. Melly und Bild mit Prinzessin. Sehr gut. Dann hat Rafa ja nochmal eingelöst. Aber das habe ich schon. Und Denise Bla ist... Wer ist Denise Bla? Kannst du bitte kurz deinen Namen reinschreiben? Das wird mir auf jeden Fall sehr viel helfen, weil du hast es noch nicht gemacht. Nein, du hast mir deinen Namen noch nicht geschrieben. Wir haben hier zwar eine Denise, aber... Ist es die richtige? Das ist die Frage. Jens, für wen hast du eingelöst?
Oh mein Gott. Fürs Blatt? Lol, Dodo Queens, ja, lol. Wann gibt's wieder Story of Seasons? Wollt ihr wieder Story of Seasons sehen? Wollt ihr auch mal wieder Planet Zoo sehen? Ich hab Bock auf alles. Ich bin die Dritte. Okay, dich hab ich. Spassi muss gleich auf. War schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Hab einen schönen Abend noch und morgen einen schönen Tag. Ich weiß nicht, wie ich meine Insel nennen soll. Hat irgendjemand Ideen? Ich habe Pfirsiche als Frucht. Peaches? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin schlecht im Namen geben. Jens, hast du für Jens eingelöst? Für Splat. Okay, Splat, wie heißt du? Ich habe hier kein Splat. Splat, wie heißt du? Sorry, konnte nicht mehr in den Chat schreiben und na, das bin ich. Was na? Hä? Ja, hallo? Denise? Denise, bist du? Ja? Ich denke ja. Sorry für Peaches. Lacht mich nicht aus. Hanami, Hallöchen. Ich nehme jetzt Denise an, ist egal, ob es du bist oder nicht. Populant. Ey, Dani, ich wollte es nicht sagen, aber ich hatte auch Populant als erstes. Ich hatte wirklich an Populant gedacht. Aber ich wollte es nicht sagen und du schreibst es jetzt einfach in den Chat rein. Wie witzig ist das? Nein, nenn es nicht Populant. Oh no. So, habe ich jetzt alle. Falls ich irgendjemanden jetzt vergessen habe, zum Beispiel Splat, weil Splat schreibt irgendwie nicht rein, wie er heißt, weil ich glaube, er ist schon off. Aber ich werde es mir merken, weil Jens hat extra seine Punkte dafür eingelöst. Da werde ich es mir auf jeden Fall merken. Pfirsich-Pup. Oh Gott. Leute. Ah, du bist doch da! Dann sag mir mal kurz, wie du heißt. Dann kann ich deine Anfrage annehmen. Das wurde nämlich für dich eingelöst. Der Jens hat extra seine Punkte für dich ausgegeben. Dann würde ich jetzt gerne deine Anfrage annehmen, damit ich weiterspielen kann. Ich komme heute sowieso nicht mehr zum Spielen. Wir sind jetzt schon wieder 1,5 Stunden online. Und 2 Stunden, mehr als 2 Stunden sollten es ja unter der Woche eigentlich nicht sein, habe ich mir vorgenommen, aber. Mal gucken, wo uns das Ganze noch hinführt. Nanny Ball, das kann man noch nicht machen. Bitte nimm diese, Lele is back, bitte nimm diese Vorschläge nicht ernst. Pfirsichle. Ah, was? Ich habe aber keine Anfrage von dir. Splat, so eine Anfrage. Hast du mir schon eine Anfrage geschickt, Splat? Kann ich das sein? Ich kann nicht schreiben, Mann. Lass dir Zeit. Ja, das bin ich mit dem Mi. Sorry, dauert gerade etwas mit Schreiben, weil ich bin am Tablet und ich konnte nicht mehr in den Chat schreiben. Da stand was von einem Konflikt. Hä? Was? Da stand was. Also, die Chatregeln, die stehen am Anfang immer im Chat. La La Land ist schön, ja. Pfirsichlandia. Ist das jetzt noch immer ein Inselnamenvorschlag oder ist das dein Name auf der Switch? Weil dann habe ich es leider nicht. Dann habe ich die Anfrage noch nicht bekommen. Dann müsstest du mir noch eine schicken. Nee. So viele Anfragen. Und du bist nicht dabei. Ich spiele gerade Mario Kart. Sorry, dass ich nicht so aktiv bin. Kein Problem. Ich hab. Du musst ja eine Anfrage schicken. Oh no, Splat, du musst eine Anfrage schicken. Dann nehme ich die auch gleich an. Wenn du die mir schickst und sagst, hey, ich habe geschickt, dann nehme ich die auch gleich an. Guten Rübenpreis. Ich denke nicht. Fast abgestürzt hier. Bye bye, Liara. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Hab morgen einen schönen Tag. Ken. Und hast du mir jetzt schon eine geschickt? Cooler Name übrigens.
Spassi, bye bye, hab einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns bald wieder in einem Stream. Bye bye. Schön, dass du da bist. So, Eugen, ich habe ein paar Fossilien für dich. Magst du die haben oder nicht so? Fossilien analysieren. Ich habe den sechsten Sinn, was Fossilien angeht, auf jeden Fall. Ich bin da Profi. Ich habe in meinem Leben nichts anderes getan, als Fossilien auszugraben. Nein! Ich glaube, ich habe sie bekommen. Rufzeichen F10 in den Chat. Ich mach's kurz. Danke, Leni. Du warst schneller. Da ist der Freundescode von mir. Das Blatt. Danke, Sarah. So. Ja, das stand zweimal. Was wolltest du denn schicken? Wolltest du einen Link oder so schicken? Oder manche Wörter werden auch zurückgehalten, aber ich hätte keine zurückgehaltene Nachricht gesehen. Konflikten mit den Moderationseinstellungen. Das kann, irgendein Wort hat da nicht gepasst. Das ist leider manchmal... Twitch hat so eine Autoliste, wo gewisse Wörter einfach gar nicht abgeschickt werden dürfen. Und manchmal Wörter, die auch zurückgehalten werden müssen und ich muss die dann bestätigen, beziehungsweise irgendein Mod muss das bestätigen. Das sind teilweise Wörter, die in unserer Sprache komplett normal sind, aber in einer anderen Sprache irgendwas Vulgäres sind und deswegen werden die dann einfach zurückgehalten oder gar nicht gepostet und dann bekommt ihr so eine Nachricht. Also mach dir nichts draus, es war sicher nichts Böses von dir. Das ist einfach manchmal so. Es gibt auch eine Begrüßungsform, die für uns Österreicher komplett normal ist, die dürfte man aber gar nicht in den Chat schreiben. Und ja, das wissen auch viele nicht, aber die ist verboten, weil es in einer anderen Sprache ein böses Wort ist, ein sehr böses Wort sogar. Und das habe ich auch vor Twitch gar nicht gewusst, dass das in irgendeiner anderen Sprache was ganz Böses bedeutet. Also macht ihr da nichts draus. Oh, Code darf man nicht schreiben, stimmt. Code darf man tatsächlich nicht schreiben. Das kann ich bestätigen. Das ist aber von uns wirklich so eingestellt worden, weil wir damals schon vor, ja, ist sicher schon echt etliche Monate her, da hatten wir Probleme mit diesem Wort. Genau. Ja, das ist tatsächlich gesperrt. So, ich glaube, Ken, du hast mir was geschickt. Kann das sein? Guck mal. Also, Freundes... Jetzt kann ich es erklären. Freundschaftsanfragen schicken. Einfach hier, wenn ihr auf dem Startbildschirm seid, oben zu eurem Account gehen. Das sind jetzt bei mir drei, wahrscheinlich bei euch nur ein oder zwei oder weiß nicht was. Aber auf euren gehen und dann bei Freund hinzufügen, da unten, einfach da nach unten gehen und da kann man Freundschaftsanfragen senden. Und auch über Freundescode suchen. Und das macht ihr, wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schickt. Freundescode suchen. Ihr habt den Freundescode im Chat, wenn ihr Rufzeichen FC reinschreibt. Und dann könnt ihr da direkt auch eine Freundschaftsanfrage senden. An mich oder an jemand anderen. Je nachdem. Ist das so schlimm? Mellymaus, ja. Also das Wort an sich ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe von Ken noch immer nichts. Heißt du doch nicht Ken? Heißt du Marvin oder Vanni oder Yami? Yami ist schon länger da. Das Wort an sich ist überhaupt nicht schlimm, aber wir hatten einmal wirklich Probleme mit diesem Wort. Und dann haben wir gesagt, es ist echt besser, wenn wir das sperren. Was war das nochmal, Leonie? Ich weiß es gar nicht mehr. Lied Nomad, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für deinen Follow. Wie geht's dir denn? Magda, oh mein Gott, hi, hab dich gerade auf YouTube gefunden und hab dich gleich abonniert. Oh, du Süße!
Schön, dass du einfach direkt auf Twitch rüber guckst. Oh mein Gott, Magda, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Wie süß bist du bitte? Oh, herzlich willkommen, Magda. Schön, dass du da bist. Hab ich geschickt. Ja, heiße Marvin. Okay, Marvin. Dann hab ich das jetzt. Dann ist die jetzt auch endlich angenommen, Marvin. Endlich. Miss Knallerbse, schreib mir mal rein, wie du heißt. Schnell. Wie lange spielst du schon nicht mehr? Ich habe noch nicht richtig angefangen hier in dem Stream. Punkte bekommt man einfach nur, indem man im Stream ist. Die laden sich automatisch auf. Der Engel. Oh, süß. Okay. Ich hoffe, das mit dem Code hat sich jetzt geklärt. Falls ich kann es ja mal probieren, dass wir das wieder mal entsperren. Und falls wir keine Probleme mehr mit diesem Wort haben, das ist ja auch gut. Aber wie gesagt, es gab mal echt Probleme damit. Ich weiß, das war ein richtiger Chaos-Stream. Ich weiß es noch. Aber ich weiß nicht mehr, an was es gelegen hat. Die Pamela schickt uns was. Und Real Twix. Herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Real Twix ist jetzt mit am Start hier. Magst du gerne Twix? Wir haben gerade, also ich habe gerade vorhin einen Snickers gegessen. Hellfrischgrätenwand. Okay. So, jetzt aber schwimmen. Los. Und ich hoffe dann, dass morgen ein Campingplatz. Oh, ich habe keinen Schwimmanzug da. Dass morgen einer am Campingplatz ist. Oder eine, je nachdem. Das würde ich mir wirklich wünschen. Tomnook, bemühe dich, dass die Leute hier hinkommen. Ich liebe Snickers. Ich mag die auch. Ich habe teilweise in Phasen, wo ich sie gar nicht mag, aber gerade mag ich sie wieder sehr. Gerade mag ich sie echt wieder sehr. So, wo ist mein Schwimmanzug? Oh, ich habe schon 20 Bonbons. Ich glaube, das ist echt genug, oder? Für Halloween. Übrigens, Leute, guckt mal unbedingt auf Instagram bei mir vorbei. Ich gebe mir da echt viel Mühe und habe auch heute ein besonderes Bild zu Halloween erstellt. Also guckt da gern vorbei. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Es kommen jetzt jeden Tag Halloween-Bilder bis zu Halloween online. Und das Ganze war sehr viel Aufwand. Einmal kurz den Insta-Link reinschicken. Danke. Ich mag sie und Snickers auch. Yay! Twix mag ich auch gern. Yay. Vor allem das Eis. Oh, ich habe das Eis noch nie gekostet. Aber ich liebe ja Erdnussbutter. Also, wenn es Snickers-Eis gibt. Also, Erdnussbutter-Eis mag ich. Nicht Erdnussbutter, aber Erdnussbutter-Eis. Oder Erdnusseis einfach. Ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Danke, Sarah. Danke. So, Kammbuschel. Oh, Seepocke. Oh ja, jetzt ist es wieder entspannt, Leute. Jetzt sind wir wieder genau da, wie es eigentlich normal in einem Stream läuft. Alles ist entspannt. Und wir können in Ruhe spielen. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr gerade so macht. Ich möchte es wissen. Erzählt mir, was macht ihr gerade so? Spielt ihr auch Animal Crossing? Wenn ja, was macht ihr gerade in Animal Crossing? Oh mein Gott, das ist ein schnelles Viech. Oh mein Gott, ich hatte schon ewig... Ich hatte noch gar keins auf der Insel. So ein schnelles Tier. Oh mein Gott. Ha! Nein! Ich bin einfach unfähig. Oh Gott, ist das schnell. Ich hol mal das. Wow, dein Bild auf Insta ist cool, gruselig. Danke, Anuli, danke schön. Oh, süß. Oh.
Ballons abschießen. Melly Maus, Miss Game wartet auch auf Ballons. Cool. Cool, cool, cool. Oh mein Gott, ist das Tier schnell. Oh, es ist wieder zu schnell. Hä? Es ist einfach viel zu schnell. Ich mache jetzt meine Methode. Ich mache nicht dieses Schwimmen, Hinschwimmen. Ich habe nämlich meine eigene Methode entwickelt. Und zwar dränge ich die so an die Wand. Und dann macht die nämlich so einen Haken und ich krieg's trotzdem nicht. Merkt ihr es? Es klappt einfach nicht. Meine Methode ist genauso doof. Aber jetzt. Ja, seht ihr? Seht ihr es? Manchmal schwimmt die dann direkt auf dich zu und es ist ein Gießkannenschwarm, Leute. Wie cool. Es ist ein Gießkannenschwarm. Den mögen wir doch alle. Richtig cool. Direkt zu Eugen bringen. Eugen freut sich. Ich baue gerade nebenher ein Schloss. Oh, wie cool. Ein Schloss, Steffi. Das ist richtig cool. Übrigens, es kommt auch bald ein Halloween-Foto mit einem Schloss. Das ist auch richtig cool. Ja, ja. Ich spiele wieder Mario Kart. Spielst du gerade mit Liro? Weil der hat ja auch gesagt, er spielt. Sans, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Ich hoffe, dir geht's gut, Sans. Oder Sanse. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Wieder mal, wie immer. Bin einfach zu unfähig dafür. Hab meine Switch. Jetzt und lieg einfach im Bett. Das ist doch schön, Sarah. Richtig entspannt. Richtig entspannt. Mit Liro, Monia und Emil. Emil ist auch im Start? Wow. Ist Emil wieder am Start, Leonie? Also, ich überlege immer noch für einen Namen. Oh no. Warten die jetzt da die ganze Zeit, bis du den Namen vorgeschlagen hast? Guck mal auf Pinterest oder Google einfach mal nach Insta-Namen für Animal Crossing. Da gibt es so viele schöne Ideen. Leonie hatte auch mal ganz viele coole Ideen. Hab eben das Museum freigeschaltet. Das ist doch cool, Berkan. Fortschritt sieht man. Fortschritt. Das ist doch wunderschön. Ich baue gleich eine Burg. Oh no, ihr baut alle Burgen und Schlösser. Wie schön. Chris Crossing, Hallöchen. Schön, dass du da bist. 950 Follower, Leute. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Das ertrage ich nicht. Ich werde an einem Herzinfarkt sterben. Nein, werde ich nicht. Aber ich werde heulen. Ich werde heulen. Aber ich hab's ja heute schon. Also heute ist Schluss mit heulen, Leute. Ich hab heute, mag ich nicht mehr heulen. Morgen vielleicht wieder, aber heute nicht mehr. Und Lilly ist weg. Ich habe noch einen Tipp für dich, für die Inselname. Falls, für den Inselnamen, den habe ich auch Rafa mal gegeben. Und zwar, falls du irgendeinen Lieblingsfluss hast, an dem du gerne spazierst, oder einen Lieblingssee, Teich, keine Ahnung, oder eine Lieblingsstadt, oder Insel, keine Ahnung. Da kannst du dich ja auch inspirieren lassen. Du kannst den Namen ja ein bisschen umändern, damit er nicht komplett der Originale ist. Aber ich fände es schön, zum Beispiel so ein Flussname. Es gibt so schöne Flussnamen, auch bei euch in Deutschland. Und da kann man sich echt mal inspirieren lassen. Falls du da irgendwo so einen Lieblingsteichort, keine Ahnung, hast, wo du gern spazieren gegangen bist mit deiner Familie oder gehst gerne dort spazieren mit, weiß nicht, Familie, Freund, Hund, keine Ahnung. Maledivas zum Beispiel, ist voll cool, finde ich voll cool. Es ist ein bisschen abgeändert zu Malediven, finde ich süß. Peachy Island, ich glaube, das geht sich von den Buchstaben nicht aus, oder? Wäre cool, aber ich glaube, es geht sich nie aus. Danke, alles gut, bin gerade am Insel vorbereiten für das Update. Oh, cool, wie lange spielst du denn schon? Das ist voll die gute Idee. Oh, ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Schön, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Das habe ich Rafa. Rafa, dir habe ich mal diese Idee gegeben für deine Insel. Das ist mir damals auch so spontan eingefallen. Das habe ich eigentlich noch nie jemandem gesagt. Nur dir, Rafa. Und jetzt habe ich es im Stream auch gesagt. Oh, Leonie, mach mich nicht fertig. 1010?
2010? Es war nur... Oh mein Gott. Boah. Negazami-Krabbe. Sehr schön. Aber die hatten wir schon mal. Meine Insel heißt Stolzedau, das D aus Dode und mein Heimatdorf. Oh, wie süß ist das? Oh. Oh, Splat, das ist richtig süß. Cooler Name, sehr cool. Der Fluss bei mir Fuße hat keinen schönen Namen. Naja, wie man sieht. Was ist bei mir ein Fluss in der Nähe, außer die Donau? Die Krems ist in der Nähe. Ja, ein Seeohr, cool. Krems ist auch nicht so ein schöner Name, oder? Meine Insel heißt Coca-Cola. Na, Coca-Cola. Ich wollte gerade... No! Das passiert mir oft, dass ich einfach so ein Wort überlese und das dann falsch ausspreche. Coca-Cola ist auch sehr cool. New Island ist auch sehr cool. Ihr habt coole Inselnamen. Meine Nachricht. Mir hat Cersei den Tipp gegeben für meine Wild World Chat Namen. Und zwar, ich soll ein See oder so denken an... Ein Essen, dies in der Art. Genau, Lieblingsessen kann man auch abändern in den Inselnamen. Blue Lagoon. Ach, richtig cool. Oh, ihr habt echt gut. Wow, Blue Lagoon passt perfekt für eine Insel. Oh, ist so gute Ideen. Hab im Juli 2020 die erste Insel begonnen und Ende August 2021 gelöscht und neu begonnen. Richtig cool. Das ist ja fast. Ich habe im April 2020 begonnen. Und im November 2020 gelöscht. Und jetzt gelöscht. Ich habe jetzt auch nochmal gelöscht. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Dann hast du jetzt auch wirklich was zu tun auf der Insel, wenn du im August gelöscht hast. Ende August gelöscht hast. So wie wir. Das sieht auch noch ziemlich kahl aus bei uns jetzt hier auf der Insel. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Dann lassen wir die Garnele frei. Und sind jetzt voll eingesperrt. Ah, nee, der Secret Beach. Da ist er ja, der Secret Beach. Die habe ich noch erwischt. Die habe ich noch erwischt. Meine Insel heißt Moon Valley. Dann haben wir hier Florisa. Richtig cool auch. Beide Namen. Cersei Wild World. Gibt es eine Stadt? Ich weiß, dass Wild World eine Stadt ist. Aber New Horizons ist eine Insel. Wild World ist eine Stadt. Und da fährt man mit einem Taxi hin, in diese Stadt. Ah, die habe ich nicht mehr erwischt. Oh! Diese Sternschnuppen. Die sind auch echt aufwendig. Oh. Haben wir dann auch mal die Schleuder ausgewählt. Dann haben wir noch... Inselname Eichenhain. Cool. Eichenhain. Richtig cool. Ich pflanze ein Bäumchen. Und noch eins. Brauche ich sowieso nicht im Inventar. So. Haben wir noch eine Stadtname oder Inselname? Applaus, Applaus für die ganzen schönen Inseln. Ja, Applaus, Applaus. New Rose, genau, die Insel von Rafa. Hab auch nur angefangen, kriegen morgen mein Rathaus. Danny Boy, richtig cool. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Neustart. Oh, das haben wir ja gerade bekommen. Okay, ich höre schon auf, es tut mir leid. Ich stelle es der Mimi hier hin. So. Ich habe irgendwie nicht so viel Lust, in Wild World zu schauen. Oh no, Rafa. Ja, weil der Hype gerade auf New Horizons halt da ist. Ich glaube es. Ich verstehe dich. Aber wenn der wieder um ist, dann spielst du sicher auch gerne wieder Wild World. Ich würde ja auch gern Wild World spielen, wenn mein Nintendo nicht schon so K.O. wäre. Der ist ja echt nicht mehr zu gebrauchen. Wollt noch was machen? Ah ja, verkaufen. Nee, zu Eugen gehen. Oh mein Gott, ich habe ja neue Meerestiere für ihn.
Meins heißt New Hope, auch richtig cool, weil ich die Hoffnung habe, dass mir die jetzige Insel in ein paar Monaten noch gefällt. Oh, Denise, ich hoffe es für dich. Das sind hier alles so coole Inspirationen, danke euch. Das macht ihr gut. Da freut sich die Lille. Da freut sie sich. So, er freut sich auch und ist zufrieden. Ich bin heute früh aufgestanden, Leute. Ich bin schon müde. Nehmt mir's nicht übel. Ich gehe immer falsch zum Laden, jedes Mal wieder. So. Da brauchen wir echt eine Brücke. Sollen wir die noch platzieren? Wohl, da kann ich keine Brücke platzieren. Ich kann ja wieder mal meine Karte rausholen. Die baldige Karte. Dann können wir gucken, ob wir irgendwo einen Aufgang oder eine Brücke bauen können. Ich will was verkaufen. Da, ganz viel. Das Becken brauchen wir auch nicht. Ganz viel für euch. Keine Ahnung, was ihr mit den Meeresfrüchtchen macht, aber viel Spaß damit. Oh, boah, das müssen wir mal schaffen. Gerade Zahl hier. 20.000. Wolfsmädchen, Hallöchen. Meine Insel heißt Sindarien. Auch cool. Oh ja, ihr habt ja Ideen, Leute. Ihr haut ja richtig raus. Sunnyway heißt meine. Auch richtig cool. Boah. Was hast du denn Leckeres gegessen wegen Insta-Story? Ich habe... Achtung an alle Vegetarier jetzt im Chat. Ich habe einen Rinderbraten gegessen und das Rind ist von meiner Oma vom Hof. Und ihr wisst ja, ich esse ja Fleisch nur an Feiertagen und bei uns in Österreich ist ja Feiertag jetzt, also morgen, aber wir haben es vorgezogen. Und wenn ich Fleisch esse, übrigens nur solches Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt, beziehungsweise das von meiner Oma ist sowieso das Beste. Anytown, auch richtig cool. Auch richtig cool. Rainer ist in meiner Wild World statt Asteria da. Der Rainer, das sieht ganz komisch aus in der alten Version, oder? Der Rainer. So, jetzt gucken wir mal, wo wir was bauen können. Und zwar habe ich die Karte, wie ihr jetzt schon wisst mittlerweile alle, immer bei mir. Also hier, das ist die Karte jetzt und das soll die Karte mal werden. Und deswegen kann ich gucken, ob wir irgendwo... Rechts geht dicht, dann müssen wir den Fluss ein bisschen umlenken. Aber beim Rathaus unten... Ach nee, da wird sich's auch nicht ausgehen. Die Brücke. Das ist jetzt ein bisschen doof, Leute. Oben wird's gehen. Und Aufgänge? Aufgänge könnten gehen. Da nicht. Zum Campingplatz könnten wir einen Aufgang machen. Ja. Zum Campingplatz würden wir einen Aufgang hinkriegen. Gut, dann machen wir einen Aufgang, Leute. Machen wir einen Aufgang. Apollo ist ausgezogen. Oh no. Also in Wild World können ja die Bewohner random ausziehen, oder Rafa? Die ziehen ja einfach aus, wenn die Bock haben. Oder das war doch so. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann war das wirklich so. Ach, aber das macht nichts. Ist ja deine eigene Entscheidung, ob du Fleisch isst oder nicht. Ja, schon. Schon. Ist meine eigene Entscheidung auf jeden Fall. Aber ich kenne die Kommentare. Ich kenne die Kommentare und ich kenne auch die Kommentare mittlerweile auf YouTube, wenn ich einmal im Stream huste. Da sind die Menschen auch nicht so nett. Ja.
Leute, wenn man einmal im Stream hustet oder vielleicht auch zwei, dreimal, kann man auch erkältet sein. Es muss nicht direkt Corona sein und ich muss auch nicht direkt ein Impfgegner sein, okay? Ja, dankeschön. Denank 1990, herzlich willkommen im Dodo Club, danke für dein Follow. Endlich Asteria liegt hinter mir. Ich hatte genug von der Stadt, als kam ich mal besuchen, nicht weinen, Apollo. Oh no. Bei euch gab es heute auch Braten. Von einem befreundeten Bauer beziehen wir das frische Fleisch. Wichtig zu wissen, wo das Fleisch herkommt. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Immer wissen, wo es herkommt und unter welchen Bedingungen es produziert worden ist. Sonst kaufe ich auch wirklich kein Fleisch mehr. Hey, hey, Denang, hi. So, was wollte ich machen? Ah ja, Geld. Ich wollte Geld abheben, Auszahlung. Und zwar, wie viel brauchen wir? Ich nehme mal 300.000 mit. So. Dann habe ich auch sicher genug. Welchen Aufgang? Ich wäre ja für ein... So, Schluss mit Kaffee trinken. Autsch. Hat der gerade den heißen Kaffee in seine Hosentasche gepackt? Au! Infrastruktur. Brücke? Nee, Aufgang. Wieso? Na, dank unserem fashion neuen Sender können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Unsere werte Kundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brückenaufgänge, juhu! So ein paar Projektchen. Geht natürlich nichts zu bescheiden ins Geld, versteht sich. Doch da hilft die Gemeinschaft. Es kann nämlich jeder spenden, um Projekte zu haben. Ja, und man würde ewig brauchen, um so einen Aufgang abzubezahlen. Und übrigens finde ich auch cool, irgendjemand... Ach, ich kann euch die Credits leider nicht geben. Aber googelt das einfach mal auf YouTube. Irgendjemand hat das auch mal ausprobiert, ob es möglich ist, dass man so lange wartet, bis die Bewohner die komplette Brücke oder Aufgang abbezahlt haben. Tatsächlich geht es nicht, weil man muss den letzten Betrag selbst bezahlen. Finde ich sehr interessant. Ich möchte einen Aufgang bauen. Jetzt habe ich euch ja gespoilert, sorry. Es tut mir leid. So, ein Hangpfadaufgang oder die Bretterrampe. Ich finde die Baumstammtreppe einfach am coolsten, glaube ich. Und sie ist auch nicht allzu teuer. Ich nehme sie, vor allem zum Campingplatz passt die gut. Das ist der neueste Trend, dass sie seinen Kaffee in die Hosentasche stecken. Wirklich? Wusste ich nicht. Das macht man jetzt? Probiere ich morgen gleich mal aus. Welchen Feiertag habt ihr denn morgen in Österreich? Nationalfeiertag ist bei uns morgen. Ich gucke gerade etwas traurig wegen Apollo. Oh no, Rafa. Oh no. Echt, Leonie? 80? Steht bei mir ganz was anderes. Komisch. Aber hallo an alle Leute, die da sind. Ich freue mich. Bin wieder da, Miss Games. Hallöchen, willkommen zurück. Und Angie, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow, liebe Angie. So, Aufgang bauen. Los geht's. Erster Aufgang übrigens, Leute. Erster Aufgang auf der Insel Dodo Reef. Yes. So. Der kommt dahin. Oder? Ja, ungefähr da. Ist gut, oder? Ich bin unschlüssig. Okay, oh. Nee, aber ich fände es gut, wenn es ein bisschen von diesem Plateau so ein bisschen versteckt ist. Ja, gut, mach mal. Mach mal. Du wächst momentan so krass, ist krass, oder Laura? Ich verstehe es auch nicht. Es geht nicht in mein Hirn rein. Es funktioniert nicht mehr, mein Hirn. So, ihr lieben Leute, ich muss schlafen. Wäre schön, wenn du morgen wieder ab 18 Uhr streamst. Oh, mal gucken, ich weiß es noch gar nicht. Aber es wird wahrscheinlich wieder eher abends sein. Also Nachmittag auf jeden Fall. Manchmal kann es sein, dass ich aber schon ab 4 oder so oder ab 3 streame. Aber sonst immer so 18:30, 19 Uhr auf jeden Fall. Jens, gute Nacht, schlaf gut. Danke für deine krasse Unterstützung auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank für dich gedrückt. Und hab morgen einen wunderschönen Tag.
lieber Jens. So. Oh mein Gott, Frosch Charlie! Ein herzliches Willkommen im Dodo Club und auch an die Mara Milky Way ein herzliches Willkommen im Dodo Club. Hallöchen, ihr zwei, wie geht's euch? Gute Nacht, Jens. Oh, ihr seid süß. Oh, ihr seid so süß. Ihr seid so, so, so süß. Oh, ich werde schon wieder vom Nook angerufen. Hallo, Sassy. Dammnook hier, ja, ja. Hast du eine gute Stelle für die Baumstammtreppe gefunden? Die perfekte Stelle. Wunderbar. Dann wird an Ort und Stelle ab sofort der Gyroid Spenden für den Bau sammeln. Wenn jeder Einwohner einen kleinen Beitrag leistet, kann der Bau im Handumdrehen beginnen. Wäre natürlich schön, wenn du selbst mit gutem Beispiel vorangehst. Sonst dauert es ewig. Und er sagt es, weil es wird wirklich ewig dauern, wenn ich nichts bezahlen würde. Puff. Hallo, Hallöchen, Mara. Alles supi, nur mega müde. Oh, ich werde auch gerade müde, tatsächlich. Frosch Charlie. Also ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. War heute auch ein anstrengender Tag bei dir? Ahem. Der Gyroid freut sich jedenfalls für jeden einzelnen gespendeten Sterni. Dann bis bald. Ja, wir zahlen auch gleich mal ab. Ich habe auch gerade Nachrichten hier bekommen. Wartet kurz. Mal kurz checken. Süß, wenn der Dr. Dodo fragt, ob er mir eine Bananenschnitte bringen soll. Oh. Süßer. 168.000 Sterne. 0 Sterne ist gespendet. Wer wird denn wohl alles abbezahlen? Sehr schön, dass es dir auch super geht, Leonie. Ja, bis 15:30 Schule und dann auch noch Nachhilfe. Oh, das war anstrengend. Du kannst stolz sein auf dich. Hast einen guten Tag gehabt. Wenn du das alles geschafft hast, auf jeden Fall. Aber ja, ich muss jetzt gehen. Leni, bye bye. Hab noch einen schönen Abend und gute Nacht. Schlaf gut. Und morgen einen schönen Tag. Magda, ich kann es dir gleich zeigen, welche Bewohner ich habe. Ich habe die Brücke abbezahlt. Das heißt, morgen ist sie tatsächlich da. Und es ist schön. Und dann können wir hoffentlich den morgigen Campingplatzbewohner, hoffentlich ist einer da, auch schon über die Treppe besuchen. So. Momentan habe ich auf Dodo Reef den lieben Toni und die Philippa. Das waren meine ersten Bewohner, die mit mir hergeflogen sind. Und dann haben wir noch den Frederik, die Mimi und Oinka. Alle eigentlich sowas von süß. Und ich freue mich. Oinka werden wir hundertprozentig behalten. Frederik, glaube ich, habe ich auch mittlerweile schon ziemlich ins Herz geschlossen eigentlich. So, Leute, ihr geht ja auch gerade alle schlafen. Es war mir eine Freude an alle YouTube-Zuschauer. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, vielen, vielen Dank. Ihr habt euch echt was mitgemacht mit dem heutigen Tag hier. Auf Twitch war leider sehr, sehr viel los. Nicht leider. Oh mein Gott, es ist krass, dass so viel los war. Es ist einfach, geht in man hier nicht rein. Auf jeden Fall könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht auch einen Kommentar schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Ein Abo wäre natürlich auch echt nett. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald und ciao. Bye, bye.